Herzlich willkommen, Dominik Guja, mein Name. Die Top 100 Buchtipps. In denen habe ich drei Bücher. Drei Bücher, die sich alle um das gleiche Thema drehen, aber die das Thema anders und unterschiedlich behandeln. Eins dieser Bücher, mit dem ich jetzt starte, behandelt das Thema von einem ganz spannenden Aspekt aus. Und zwar heißt dieses Buch Ich kann, muss aber nicht. Der Untertitel ist noch wichtiger von dem Buch, nämlich Wie Sie Zeitmillionär werden. Buch geschrieben von Jochen Mulfinger. Und ich finde diesen Aspekt spannend, Zeitmillionär. Allein dieses Wort Zeitmillionär. Weil wir natürlich bei Millionär immer an die Geschichte denken, okay, aus finanzieller Sicht Millionär zu sein und entweder dann Guthaben Millionär zu sein oder Einkommensmillionär zu sein etc. Aber in erster Linie schießt uns da nicht in den Kopf, Zeitmillionär zu sein. Und ich hoffe, dass jeder, der gerade dieses Video hier schaut, aktuell auch noch Zeitmillionär ist, weil noch so viel Zeit und je nachdem, wie man Zeit misst, auch vorhanden ist, bis dieses Leben hier vorbei ist. Aber dieser Aspekt Zeitmillionär und da wirklich reich an Zeit zu sein. Und Zeit natürlich ist was, was wir mit bestimmten Sachen verbringen. Zeit ist was, wo wir logischerweise unsere Arbeit mit verbringen. Zeit ist was, wo wir schlafen. Ihr habt das Thema schon mal gesehen. Ich liebe Schlaf. Dazu natürlich auch das Buch hier Schlaf. Aber Zeit ist auch was, wo wir natürlich Erlebnisse gemeinsam oder alleine erleben, wo wir Ereignisse schaffen, wo wir einfach bestimmte Dinge erleben, die uns wichtig sind. Und diese Erlebnisse, es gibt auch viele, die sagen, okay, ich sammle hier nicht mehr irgendwie meine materiellen Werte, sondern ich sammle Erlebnisse, weil die geben mir viel mehr. Ich sammle Erinnerungen damit auch, an die ich einfach was Positives mit verbinden kann und das auch nicht in der Form vergänglich ist, weil es immer in unserem Kopf ist. Und das ist sowas, den Aspekt fand ich spannend, wirklich Zeitmillionär darauf den Fokus zu setzen, mal aus dieser Perspektive raus das Ganze zu beleuchten. Nämlich, was macht einen Zeitmillionär aus? Nämlich ein Zeitmillionär macht aus, dass ein Zeitmillionär sich dann die Zeit nehmen kann und für die Dinge verwenden kann, für die er sich bewusst entscheidet. Macht auch aus, dass er dann in der Zeit das machen kann, was er oder sie gerne machen will in der Zeit. Und damit natürlich auch selbst bestimmen kann, wie viel Zeit verwende ich mit dem, was meine Leidenschaft ist, was wichtig ist für meine sozialen Kontakte, für meine sozialen Beziehungen. Wie viel Zeit verwende ich damit, was sozusagen Arbeit genannt wird. Und dann aber den Fokus darauf zu richten, eben möglichst viel Zeit für diese Dinge zu haben, anstatt den Fokus darauf zu richten, möglichst viel materielle Dinge anzuhäufen, wo man letzten Endes natürlich immer Geld gegen Zeit, wenn man als Angestellter arbeitet, eintauscht. Nämlich, dass man eine bestimmte Zeit hergibt, um Betrag X an Geld zu bekommen und mit dem Betrag X sozusagen zum Beispiel wieder sich Materielles herzuholen. Und diese Perspektivwechsel mal zu machen, dafür finde ich dieses Buch hier extrem geil. Vom Workaholic zum Zeitmillionär steht hinten drauf. Das ist auch noch so, was es natürlich auf den Punkt bringt, weil der Autor hier, und das merkt man auch, wie es geschrieben ist, der Autor hatte ein echtes Problem damit und auch teilweise ein schlechtes Gewissen, zum Beispiel mittwochs einfach mal frei zu haben und dort die Zeit mit dem zu verbringen, mit dem er sie gerne verbringen will, anstatt dort zu arbeiten. Und allein dort hat er sich schon ertappt, dass er da ein schlechtes Gewissen hat. Und es zieht sich auch ein bisschen so durch das Buch durch. Das ist das Lustige, dass sich der Charakter des Autors durchzieht, nämlich dass er da, er ist in Schwaben geboren und ich glaube, er ist, wenn man jetzt die Schwaben messen will, an dem, wie fleißig sie sind oder wie akkurat, oder wie auch sie schnell ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie da mal nicht genug arbeiten und schaffe, schaffe, Häusle baue, dann wäre er dort auf jeden Fall in der Skala weit oben und gut bewertet vom Schwabengott. Weil es zieht sich tatsächlich durch das Buch durch, dass er, glaube ich, ist mein subjektiver Eindruck, selbst heute ab und an noch ein schlechtes Gewissen hat, wenn er nicht ausreichend arbeitet, dabei
arbeitet er komplett selbstbestimmt inzwischen und kann sich auch die Zeit nehmen, die er sich nehmen will und hat dort sich auch genug als selbstständiger Berater, genug Einkommensquellen geschaffen, dass er dort gut über die Runden kommt und Zeitmillionär sein kann. Also super spannend, lege ich jedem ans Herz und werde dazu auch noch zwei weitere Buchtipps in den nächsten Videos innerhalb der nächsten Wochen, Monate rausbringen, weil ich da drei Bücher reingewählt hatte in meine Top 100, weil ich das für mich selbst ein Thema finde, was ich zum einen super spannend, zum anderen super wichtig und bezüglich Mindset auch Change von der Sichtweise her auf Dinge extrem hilfreich finde, egal für was man sich danach entscheidet. Wenn du die Videos nicht verpassen willst, dann abonniere den Channel hier, dann wirst du informiert, wenn dort das nächste Video erscheint. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch, danke fürs Zuschauen, alles Gute dir, bis zum nächsten Mal. Dein Dominik, ciao, ciao.